Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und die dritte Frage ist, was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, ein Orakel bei mir zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Die erste Frage ist, was denkt er? Hier sehen wir in seinen Gedanken das Haus. Das kann sein Zuhause sein, eventuell dein Zuhause und er ist auf dem Weg zu dir. Oder bedeutet etwas aufbauen. Und da braucht er die Sicherheit und Stabilität, wo er das Gefühl hat, ja, hier bin ich in diesem Haus angekommen. Hier fühle ich mich verwurzelt. Das geht langsam, weil ein Baum braucht auch Zeit, bis Früchte trägt. Dafür ist aber stabil und das Haus zeigt auch Stabilität. Da ist die Fundament und er möchte etwas aufbauen. Oder kann auch sein, es handelt sich um familiäre Themen. Eventuell ist jemand krank, weil dieser Baum symbolisiert Gesundheitsthemen. Wie fühlt er sich? Er kommt zum Leichtigkeit und er bewegt sich auch. Er ist auf dem Weg zu dir und er sieht in sein Leben, in allen Bereichen, auch in die Liebe, Partnerschaft, die Chancen, die Möglichkeiten, dass hier alles aufblüht und dieses Tor öffnet sich. Und das sind die Chancen. Was wird er tun? Bis jetzt war er verschlossen. Aber er nimmt diesen Schlüssel in Hand und öffnet sich dieses Tor und zeigt Offenheit. Da kannst du sicher sein. Ihr werdet auch etwas lernen. Die Bücher können auch Schulungen auch bedeuten. Oder ihr lernt etwas in dieser Partnerschaft. Was verbindet euch? Die Fische. Das kann die Finanzen sein oder Arbeit. Aber diese Karte bedeutet noch etwas, die inneren Werte. Du bist für ihn wertvoll, umgekehrt auch. Und kommt auch Wertschätzung, kannst du sicher sein. Und das war das 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.